Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu diesem weiteren Wahlvideo. Heute wieder dabei der gute Cedric Elsius. Guten Tag! Und auch die liebe Annie, die ihr aus den Wahlgesprächen kennt. Hallo! Ja, es geht jetzt weiter. Dies ist als Informationsvideo zur nächsten Aufgabe. Dazu wird jetzt Cedric weiteres sagen. Übernimm bitte, Cedric. Genau, danke für die Ansage, lieber Sonnenschein. Die erfolgreichen Rückmeldungen der drei Kandidaten, die es jetzt nur sind, sind eingetroffen. Die erste Aufgabe sind also vom Centerus 86, Tobias Dissel und Paul Grieshammer, erfolgreich abgeschlossen. Der Kire hat leider abgesagt. Der möchte nicht mehr mitmachen, hat er selbst gesagt. Genau. Genau. Hier ist auch nochmal in der Box drin zu sehen, Gespräch erfolgt. Genau. So ist es. Okay, wir werden jetzt gemeinsam beide nach Denfbach reisen. Und zwar werden wir uns mit magischen Kräften zu der guten Annie teleportieren. Mach das jetzt schon mal, du kommst nach. Oder? Jo. Zu Annie, genau. Zack. Und da sind wir auch schon in Denfbach. Hallo Annie. Hallo. So, und weiteres übernimmt jetzt der Cedric, der euch noch ein paar Informationen gibt, was die zweite Aufgabe überhaupt ist. Ihr seid mit sich jetzt schon gespannt und wollt wissen, was ihr zu tun habt. Genau, wir befinden uns nämlich jetzt hier in Denfbach, meine lieben Freunde. Und wie ihr schon wahrscheinlich bei der Ankündigung gesehen habt, nicht vor Ewigkeiten. Hier ist ein kleines Feld abgesteckt. Und dieses Feld ist 20 mal 22 Block groß. Der Sandstein selber darf nicht bebaut werden, also zählt wirklich von diesem Block hier diese ganze Fläche, diese komplette Sandfläche bis diagonal zu diesem Block. Und das heißt, die zweite Aufgabe für die Bürgermeisterwahl 2017 für den Ort Denfbach lautet Bauaufgabe. Eine Bauaufgabe, und diese Bauaufgabe ist ein Gebäude, und dieses Gebäude soll eine Schmiede sein. Eine Schmiede. Und in dieses Feld 20, also von hier aus, hier in dieses komplette Feld, soll eine Schmiede entstehen. Aber ihr könnt den Platz komplett ausnutzen. Ihr braucht aber den kompletten Platz auch nicht ausnutzen. Das bleibt euch überlassen. Der Stil sollte den zukünftigen Ort von euch, wie ihr ihn vorstellt. Also er braucht jetzt nicht unbedingt wüstenartig aussehen. Brauche nicht. Wenn ihr andere Ideen habt, wie ihr später den Ort gestalten wollt, könnt ihr auch ruhig die Schmiede so gestalten. Und habe ich noch was vergessen? Ja, ich übernehme nochmal kurz. Also genau. Wie der Cedric gesagt hat, ihr müsst nicht die ganze Baufläche bebauen. Ihr könnt, wisst aber nicht. Wie groß war die Fläche, Cedric? 20 mal 22 Block. 20 mal 22 Block, genau. Aus dir war ja, wie gesagt, mittelalterlich, orientalisch, altägyptisch oder nordisch. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr davon bauen wollt. Wichtig ist, dass ihr bitte das Opacervon Texturenpaket verwendet in der aktuellen Version, damit wir genau sehen, wie es am Ende dann aussieht, damit also keine Texturen, Missverständnisse, nenne ich es jetzt mal, dabei auftreten. Das wäre sonst sehr schade. Genau. Und zwar, wir werden das folgendermaßen so machen. Das Texture Pack findet ihr übrigens auf dem TS hier. Genau, so ist es. Könnt ihr hier oben euch im Eingangsbereich runterladen. Und die allerneueste Version. Genau, die allerneueste Version, die Opazian hochgeladen hat. Wichtig ist für diese Bauaufgabe, wir treffen uns folgendermaßen auf unserem TS-Server wieder. Genau. Ihr schreibt bitte in die Kommentare, wann ihr wieder abends könnt. Gleicher Zeitraum wie beim letzten Mal, das heißt zwischen 18 und 21.30 Uhr sind wir online unter der Woche. Da könnt ihr kommen.
Schreibt bitte, wann ihr kommen könnt, welcher Tag. Und dann werden wir auf TS sprechen. Ihr bekommt dann von uns die IP-Adresse unseres Servers. Das heißt, wir lassen euch hier auf den Server. Und ihr könnt dann an dieser Baufläche hier bauen. Und zwar bekommt ihr genau 60 Minuten, eine Stunde, habt ihr Zeit, eure Schmiede so umzusetzen, wie ihr sie wollt. Das einzige Kriterium, das besteht, je mehr Detailreichtum, desto besser. Also genau. Details werden gefordert. Wer viel mit Details baut, hat bessere Chancen, Sieger zu werden bei der Bauaufgabe. Es kann nur einen Sieger geben, also strengt euch an. Es wird nicht der Baustil gewählt, sondern es geht um das Detailreichtum. Wie detailreich wird die Schmiede am Ende aussehen? Ihr könnt die gerne bei euch erstmal auf der Testwelt vorbauen und dann hier nachbauen. Das ist uns egal. Hauptsache, ihr baut eine Schmiede mit viel Details. Das ist uns wichtig. Mhm. Wir treffen uns auf TS. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Die Anni wird dabei sein, der Cedric wird da sein und ich natürlich auch. Und ja, genau. Jetzt müssen wir schlafen. Wer schläft? So ist es. Wir werden dann alle drei Schmieden nochmal in einem extra Video vorstellen. Genau. Und in diesem Video dann wird dann abgestimmt, wer die beste Schmiede hat. Zur Abstimmung gibt es dann weitere Informationen, wenn die Schmieden gebaut sind. Damit wäre ich von meiner Seite aus durch. Liebe Anni oder Cedric, gibt es noch etwas, was ich vergessen habe oder was ihr noch anmerken wollt? Also ich möchte soweit nichts mehr anmerken. Wie gesagt, hat alles jetzt schon ich und Sonnenschein gesagt. Ihr habt eine Stunde Bauzeit, es ist eine Schmiede und ihr sollt euch in den Kommentaren melden, wenn ihr in den nächsten Tagen Zeit habt zwischen 18 und 21.30 Uhr. So ist es. Und überlegen, am Wochenende könnte ich persönlich schon ab 17 Uhr. Geht's da bei euch auch? Jo. Gut. Dann 17 bis 21 Uhr. Den ganzen Tag. Ja, da kann ich. Ich muss lernen fürs Studium. Geht leider nicht. Das muss man berücksichtigen. Ja, also am Wochenende auch von 17 bis 21.30 Uhr oder der Woche von 18 bis 21.30 Uhr. Okay, jo. Gut. Dann wünsche ich euch viel Glück. Schreibt mir in die Kommentare, beziehungsweise beim Cedric, da wird es auch hochgeladen. Da könnt ihr euch genauso melden. Und damit bin ich raus. Macht's gut, meine Freunde. Die letzten Worte haben die zwei. Ciao. Tschüss. Ja. Ciao, ciao.